Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. So, ich hoffe mal, dass ich mich heute nicht ganz so viel ablenken lasse. Ich kann natürlich wieder nichts versprechen. Ich habe heute mal geguckt, klingt jetzt ein bisschen nerdy, aber was gibt es denn eigentlich für Webshooter und Masken? Und die sind ja auf mega geilen Stand, ne? Also das muss man ja echt sagen. Es gibt ja mittlerweile Masken, die können wie bei Spider-Man Homecoming zum Beispiel mit den Augen, also da können sich die Augen bewegen. Es gibt Webshooter, da kannst du die Fäden, also die funktionieren mit Magnetismus, da kannst du die Fäden wieder einziehen. Es ist mega geil, wie weit die Entwicklung da ist. Natürlich alles nur Spielzeug, ne, logischerweise. Ein bisschen schade. Ja, ich habe dann nochmal investigativ ChatGPT gefragt, ob die Möglichkeit besteht, ein Fluid wie ein Spider-Man herzustellen. Oh nö. Warte, was? Ende der Story? Nee. Oh Leute, das tut mir jetzt wirklich leid. Das tut mir jetzt wirklich leid. Also die Story möchte ich jetzt wirklich noch nicht beenden. Die Story, die will ich noch nicht fertig machen, ne? Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich habe ja noch nicht mal alle Anzüge. Das würde mich ja enttäuschen. Aber dann mischen wir halt hier so Hinterhofschlägerei mit. Ah, wir unterhalten uns gleich weiter über ChatGPT. Ach Mensch, Leute. Habt ein bisschen Mitleid. Ich bin nur ein kleiner Junge aus der Bronx. So. Ja, das denke ich auch. Okay, nee, also Ausrüstung, die müssen wir auch noch ein bisschen aufpeppen. Prügelei auf engstem Raum. So. Jetzt haben wir nur noch die hier. Also so leichtfertig, wie die mit ihren Waffen hier umgehen, ne? Ich möchte nicht zu der Gang gehören. Um mich zu erwischen, nehmen die das in Kauf, ihre eigenen Leute abzuknallen, ja? Ah. So. Spider-Man 1, Räuber 0. Können wir den kleinen Mann hier noch aufhelfen? Danke vielmals. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Das nächste Mal einfach das Spider-Signal an den Himmel strahlen. Frag Gordon. Nee, zumindest habe ich ChatGPT gefragt, ob die Möglichkeit besteht, ein Fluid herzustellen und was man dafür bräuchte, um die Fäden von Spider-Man nachzumachen. Voll dumm. Selbst ChatGPT sagt, ist damit, also mit der Frage, absolut überfordert. Aktuell sind wir wohl technisch noch nicht auf den Stand, dass wir in der Lage sind, so eine Sachen herzustellen wie ein Web-Fluid, mit dem wir tatsächlich schwingen können. Ich dachte, wenn es einer weiß, fragst du keinen Wissenschaftler, da fragst du eine künstliche Intelligenz. Ja, die hat mehr IQ gleichzeitig. Mehr Zugriffsquellen. Aktuelle Verbrechen. Ach, schon wieder. Na gut, wir brauchen ja sowieso Points für die Anzüge und die Ausrüstung. Ne? Wo waren das? Hier in der Ecke? So, ich habe natürlich, also ganz so abgestürzt bin ich jetzt nicht, ne? Ich habe zumindest nicht gefragt, ob wir radioaktive Spinnen herstellen können, mit denen ich die Kräfte kriege, das hier alles zu machen. Also so abgestürzt ist es nur nicht in meinem Kopf. Aber ich war halt neugierig, ne? Ich dachte so, wie weit ist denn eigentlich, weil wir ja jetzt schon eine Weile hier spielen, da habe ich mich gefragt, wie weit ist denn mittlerweile der technische Stand? Weil es gibt ja auch jemanden, aus Amerika zum Beispiel, der hat so ein, ja, zum Klettern sage ich jetzt mal, so ein Vakuumstaubsauger für den Unterarm hergestellt. Und ist damit so ein riesiges Glasgebäude hochgeklettert. JP Laser, glaube ich, war das. Gibt es auch auf YouTube. Mega interessant gewesen. Dafür haben wir schon Pläne. Okay,
Okay, also Underground-Kiste geplündert. Der Underground muss hier sein, wenn sie die Anzeigetafel sabotieren. Ich hätte Gummistiefel aber anziehen sollen. Oh. Können wir an der Tafel selbst was machen? Nee. Logischerweise nicht. Wir müssen wieder die Manipulation finden. Aber das wird ja denn... Ich empfange ein Störsignal, wenn ich es orten kann. Orte das Signal. Ja, okay, wir orten. Oh! Ich dachte, das wäre hier, damit hätten wir es schon gefunden. Also doch, das Dach gegenüber, wo wir gerade waren. Was soll das mit der Werbetafel? Soll es einschüchtern? Bringen Sie ein Album raus? Underground MC. Nee, es ist nicht dieses Dach. ...91 Meter. Und bingo! Der Underground. Ach, da! Oh! Es sind aber ein paar Leute, ne? Ich beschwere mich ja nicht. Coole Pose einnehmen. Jetzt dreh dich doch mal um. Okay, was können wir denn machen? Wir können nur den Netzschlag-Takedown machen. So, ich sehe jetzt zumindest keinen mit einem Schild. Also gehen wir hier einfach rüber. Oh. Aber er hat diese Schocker-Handschuhe, ne? Das sah doch nice aus. Ja. Den haben wir auch noch. Okay, hat gereicht für die Bettkante. für die Bettkante. Oh nein. Okay, das tat weh. So, ich hab auch etwas, was weh tut. Das war's. Genki sollte sich mal um einen Underground reiße 5 Gegner in die Luft, schalte 3 Gegner lautlos aus. Das muss ich auch nochmal ausprobieren mit diesen in die Luft reißen. Wie das eigentlich genau gemacht wird. Okay, wir müssen uns eigentlich mal... Oh, jetzt wäre ich fast überfahren worden. Eigentlich müssen wir uns mal die App angucken. So, wir haben keine Spur. Oder besser ist, wir gucken erstmal, was haben wir denn jetzt? Wir haben die Fähigkeiten, die Anzüge... Anzüge haben wir noch einige offen, ne? Unter anderem, sag mal, ist das hier nicht eigentlich der, nee, nicht der, welcher war das? Nee. Ich hab doch irgendeinen gesehen gehabt. Nee, das ist sowieso nicht, das ist der Schmutzanzug. Ich dachte, wir haben hier irgendein, oder dachte ich, das wäre der hier, bis wir den freigeschaltet haben. So, wir haben noch reduziert Schaden durch Fernangriffe um 25%. Das ist alles unerschwinglich. Wir haben ja nur 2 Aktivitätsmarken. Wann ist Schluss mit dem Schnee? Die meisten Leute eigentlich. Obwohl doch. Schuhe werden nass. Keine Schande. Wir waren ja hier in der Nähe. Guck mal, das gibt uns zum mal 3 Aktivitätsmarken. Und das ist ja auch noch eine kleine Story, die wir unbedingt lösen müssen. Da wollten wir auch, oder ich auf jeden Fall, wollte da wissen, wie es ausgeht. Mal ein bisschen Geschwindigkeit draufkriegen hier. Vorsicht!
So, also ganz schön harte Gegend hier, ne? Schon wieder ein aktuelles Verbrechen. Trotz, dass wir in der Nähe sind. Hä? Ist das hier unterm Stein? Ach. Cool. Ich fand es so gruselig, als wir eine Zeitkapsel in der Höhle versteckten. Bin da immer noch ungern. Okay, einmal die Zeitkapsel. Da habe ich immer Angst, die Sachen anzugucken, sonst werde ich das Bild wieder nicht los. Ich bin übrigens auch mal dazu gekommen, meinen 144-Hertz-Monitor auf 144 Hertz einzustellen, nachdem ich ihn schon 2 Jahre habe. Ich habe vorher immer auf 60 Hertz weitergespielt. Ein himmelweiter Unterschied, sage ich euch. Ein Wahnsinnsunterschied, sowohl vom Gameplay, also es ist wesentlich flüssiger, das merkst du direkt. Und auch die Farbintensität. Wahnsinn. Wäre ich da mal nicht vorher so bequem gewesen, ne? Zur Info. Ja, wir brauchen jetzt keine Infos. Wir brauchen das hier noch, weil das wollen wir auch lösen. Sie haben einen Angriff in deiner Nähe gemeldet. Das ist so weit weg. Ah, gut, ist nicht ganz so weit weg. Ist das hier auf dem Dach? Ist das hier auf dem Dach? Einmal kurz vorbeischauen. Ah, schade, so hoch komme ich nicht. Jetzt aber. Ohne rüberspringen. So. So, jetzt würde ich gerne mal gucken. Kann ich diesen anderen Typen hier... Nein, ich kann ihn nicht schmeißen. Oh, noch ein Dicker. Da gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Okay, bringt nichts. Oh, cool. Warte mal. Ich wusste gar nicht, dass ich das drauf habe. Nice! Das ist ja mega! Warte! Die Nachbarschaft ist etwas sicherer. Wie? Was? Ist der andere hier vom Dach gefallen? Gut, dass du da warst, Spider-Man. Ja. Klein Moment. Oh, ich dachte, hier wäre noch einer gewesen. Weißt du, was am besten war? Als du voll so bam, bam, bam. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also nicht die beim bam, bam. Ne? Und dann habe ich noch den hier drauf. Und manchmal mache ich auch den. Und, guck mal. Hier ist kein Dach über mir, aber ich kann trotzdem einen Spinnfaden schwingen. Hängt nirgendwo dran, aber ich krieg's hin. Naja, wie dem auch sei, ne? Kleine Jungs, kleine Träume, große Jungs, große Träume, sag ich nur. Aber ich glaube, das macht uns Jungs ja auch so ein bisschen besonders, ne? Wir werden nie erwachsen. Deswegen haben wir auch am längsten Spaß. Jede Frau ist da jetzt anderer Meinung. Also mit dem Erwachsenwerden nicht. Da würde jede Frau zustimmen. Aber mit dem Spaß haben, denke ich mal. Okay, die Feuerwehr hat hier keinen Einsatz, ne? Es ist unfassbar. So. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache.
Ich bin zu nah. Oder war das die Fahne? Die Fahne selbst? Nee. Die Quelle ist blockiert. Zu weit weg. Warte mal. Ist doch nur das Auto. Ah. Wir haben hier noch einen, da noch einen. Vielleicht in der Halle. Aber hier hat er gesagt, wir sind zu nah. Hier drüben ist es nicht. Feuerwache. So, das stört ja eigentlich gar nicht. Mensch, ich bin hier die ganze Zeit oben, weil ich dachte, ich darf nicht gesehen werden. So. Übereinstimmt. Ich glaube, diese Umgebung hat deinen Dad dazu veranlasst, Polizist zu werden. Ich sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die Dinge von innen heraus verbessern. Dafür hat er alles gegeben. Du hast viel Gutes getan, Dad. Und ich werde das auch. Bin mal gespannt, warum die sich letztendlich gestritten haben. Ob der Vater das einfach herausgefunden hat, er ist der Prowler, wollte ihn aufhalten, möglicherweise. So, die nehmen wir noch mit zum Verbessern unserer Sachen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Aktivitäten verfügbar. Können wir ja einmal reingucken hier bei Geräte. Der Gerät. Und zwar Netzschießer-Munition wird schneller aufgefüllt. Okay, nehmen wir hin. Gut, damit haben wir auf jeden Fall die Prowler-Mission und die Kiste im Park schon mal gesammelt. Aber wieso wird mir hier der Prowler noch angezeigt? Hier gab es auch was. Jemand hat einen Waffendeal in der Nähe gesehen. Ich kann jetzt nicht, muss Beats machen. Die Idee für das hier kam von deinem Dad. Etwas, was immer in diesem Park zu finden ist. Einzeln leise, aber als Gruppe laut. Als Gruppe laut? Warte. Aber nicht die Tauben, oder? Okay, die machen gar nichts. Au, meine Ohren. Das sind irgendwelche Tiere, ne? Ach so, Eichhörnchen. Die machen gar nichts. Die Eichhörnchen machen gar keinen Sound. Das Eis selber auch nicht. Der Schlittschuhläufer wird es auch nicht sein. Der ist einfach nur laut. Also Vögel oder Bäume oder... Nein, Bäume sicher nicht. Nee, Vögel. Ja, aber die haben wir verscheucht, ne? Da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Malz. Das Rumschwingen ist sicher anstrengend. Ach ja, es geht, aber ich habe einen ziemlich krassen Bizeps, also falls du heute Abend noch nichts vorhast. 100 Euro. Wow, ich muss aufpassen. Ja. Ich könnte dich noch benetzen. Ah, die sind wieder da. Warum habe ich so viele Plätzchen gebacken? Zu weit weg. Wenn ich da rüber gehe... Hauen die wieder ab? Ist doch kacke. Hier gibt es ziemlich viele Vögel. Ja. Wir müssen kurz warten. Die kommen gleich wieder. Ich könnte mich unsichtbar hinschleichen. Ihr habt ja
wird das aufgenommen? Taubenflüsterer? Das ist ewig her. Noch vor der Highschool. Wollt ihr mich verarschen? Wir hingen im Park rum und jemand ließ einen Hotdog fallen. Wie immer stürzten sich sofort von allen Seiten Tauben drauf. Dein Dad blieb stehen. Er sagte, Aaron, hör doch mal, das klingt wie Musik. Am nächsten Tag strummerten wir auf der Suche nach Beats durch ganz Manhattan. So wie du jetzt. Ich weiß noch, als sie mir gezeigt haben, wie man samplet. Onkel Aaron hatte die Technik. Ja, warte, wir können hier noch was mitnehmen. Dann haben wir den Park schon mal clean. Was haben wir denn überhaupt noch hier groß zu entdecken? Wir haben hier noch ein Labor. Wir müssen uns ja jetzt ein bisschen mit Nebenquests beschäftigen. Ein Labor. Hier haben wir nochmal den Prowler. Hier unten haben wir noch ein bisschen mehr. Hier waren wir noch gar nicht so aktiv. Das sollten wir aber alles so Area für Area jetzt, sag ich mal, abarbeiten. Wir arbeiten uns erstmal nach unten und kämpfen uns denn den ganzen Weg nach oben vielleicht. Und sollten denn alle Anzüge haben und alle Geräte freigeschaltet und Fertigkeiten für die Mission. So, was haben wir denn überhaupt noch? Von der Wand Angriffe lösen beim Aufprall Venom Shocker aus, kann nur einmal in 5 Sekunden auftreten. Okay. Finisher erzeugen 40% einer Venom-Leiste. Venom-Schlag verursacht getarnt zusätzlichen Schaden. Okay, zusätzlich länger unsichtbar. Ich glaube, das ist zum Schluss nicht gerade wesentlich unpraktisch. Ja. Also, A drücken. Drücke A beim Landen auf einem Gegner. Während Venom Sprint, um Gegner mit einem kostenlosen Venom Sprung in die Luft zu schleudern. So, mal gucken, was können wir denn hier alles freischalten schon? So. Oh, wir haben nichts mehr. Gut, dann holen wir uns die nächste Erinnerung an unsere gemeinsame Freundschaft mit Finny. Ja, unsere Zeitkapseln, die wir in der ganzen Stadt versteckt haben, weil wir Streuner sind. Hier unten. Wir fanden dieses Museum sieht richtig cool aus. Hier hat das Verstecken der Kapsel richtig Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Also habt ihr die drinne versteckt oder wie sehe ich das? Man muss ja auch eigentlich dran denken, dass die keine Superkräfte hatten zum Verstecken, ne? Okay, die Kapsel ist auf der Höhe. Oh. Ja, gut. Klar. Du brauchst ja keine Superkräfte, um hier hochzuklettern, ne? Oh, ein Verbrechen auf der anderen Seite. Wir wollen aber verdächtig viele Leute spenden. Wenn ihr alles habt, dann tu es. Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Hey! Lasst euch doch keine Spenden klauen! Das hier geht dich nichts an! Quasi die halbe Stadt mittlerweile ein Draht zu Spider-Man. Sie war aber richtig abgegangen hier. Okay, das war schon nice. Alter, die schocken wir ja alle so weg. Hoppala. Fettfinger. Ist mir heute noch gar nicht passiert. Gut, ich habe auch eben erst angefangen, aber... Aua. Das tut weh. Nein, bin ich nicht. Ich sehe hier gar nichts mit den Bäumen. Entschuldigung. Oh, er hat die Stange wieder aufgehoben. Mensch, mach doch nicht einen auf den. Ich will deinen Freund hier schleudern.
Moment mal. Ja, kleinen Moment, nicht weglaufen. So. Der mit der Pistole geht mir aber auf die Nerven. Okay, der macht nichts mehr. Mensch, wie habe ich denn das gemacht hier mit dem Schleudern, dass ich ihn schleudere? Wenn ich so weitermache, ja. Hä? Ich hab den doch im Kreis geschleudert auf dem Dach. Was habe ich denn da anders gemacht? Kann doch die Waffe auch so schleudern. Und du so? Geh mal her. Spider-Man 1. Oh nö! Jetzt kann. Oh, 10er-Kombi. Ah, mal gut, dass ich so geil gestartet bin, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Schwingen funktioniert da. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Kleiner Moment. So, damit haben wir den Park eigentlich schon abgearbeitet. Aber deswegen haben wir noch keinen Anzug frei, ne? Wollen wir denn dieses District noch machen? Da haben wir nur zwei Sachen zu suchen. Wollen wir uns die beiden Zeitkapseln? An Action sollte es uns ja nicht fehlen in dieser Stadt. Ist auch ein interessantes Gebäude, ne? Mit der gebogenen Schwingung vor... Schwingung. Mit dem gebogenen Vorderelement. Eigentlich hat man jetzt richtig Glück, dass der in so einer großen Stadt lebt, ne? Stell mal vor, du bist Spider-Man, kannst schwingen und alles. Und du wohnst im offenen Dorf. So... 5 Häuser, 3 Bauernhöfe. Bis zum Stromausfall 2016 habe ich allerdings nie welche gesehen. So. Und dann war der Himmel plötzlich. Ja, warte, Miles, du kannst gleich weiter erzählen. Ich will nur einmal den Marker setzen. War hier gerade ein Kriminalitätssymbol? Eine Party. Kriminell. Es lässt sich keiner ablenken. Abrisshausparty hier. War ich das? Spider-Man? Reist. Hey, Spidey. Ach, geil. Kann auch tanzen. Tanz noch mal, Miles. Okay, das ist cool. Na gut, wir wollen mal weiter, ne? Wollen uns hier nicht ewig aufhalten mit dem Dance-Mob da. Oh, ich würde mich gerne an so ein Flugzeug mal ran swipen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Na, sollte eigentlich nicht gehen. Kommen ja nicht mal an den Heli ran, ne? So, hier vorne haben wir schon die Zeitkapsel. Auf dem Innenhof. Also auf der Seite. Finn liebt er es hier, weil man hier so gut nachdenken kann. Okay. Was ist das hier, ein Grieche oder? Ein griechisches Hotel? Restaurant? Möglicherweise? Nein, das wird hier so ein... Weiß ich nicht, das ist auch irgend so ein Kulturhaus, ne? Die ist ja sehr kulturell angetan, die Frau. Ich
höre immer nur, Finn liebt es hier. Wir hatten viel Spaß im Museum. Nicht unbedingt der Spruch, den man oft von einem 15-Jährigen hört. So, weiter. Jetzt hauen wir den hier ein paar auf die Fresse. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Ja, wir müssen so ein bisschen abarbeiten. Der Fiesfahrer wird nicht lange gegen die Räuber ankommen. Okay, das wird längerfristig. Ich bin hier. Habe ich mir den hochgeholt? Aua! Aber warum nicht? Warte mal. Nee. Nee. Ach, es tut mir so leid. Ich probiere was aus. Kleiner Moment. Oh nein, jetzt ist die K.O. Wo ist der Rest? Ah, da, da. Hier, komm mal her, bitte. Gleich nach links. Mensch, Leute. Oh, das muss jetzt schnell gehen. Oh, kleinen Moment. Ihr dürft. So war das nicht gemeint. Ich meinte jetzt, ihr dürft einzeln vortreten. Das gibt's doch nicht. Wie habe ich denn das gemacht? Aktuell 2, wenn wir das Multiverse dazu zählen. Oh, 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 das wird lang. Oh, das sind aber ein paar mehr. War da fast drin? Okay. Oh, das funzt nicht? Kann man das wirklich blocken? Oh, das war jetzt peinlich zum Ende der Folge. Nächster Tipp, okay? Nächster Tipp. Halte, okay. Wir bekommen hier keinen Second Chance, oder? Der Fahrer ist am Arsch. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Oder ich habe es verkackt. Der Fahrer ist... Er ist leider von uns gegangen. Naja. Gut. Die positive Nachricht des Tages. Eine Stellenanzeige ist frei geworden. Okay, das war's für heute von Miles Morales und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet sehr gern wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.